Nach meinen Fahrten auf vielen schweizerischen Mittellandseen hat es mich gereizt, auch einmal einen größeren Gebirgsee zu umrunden. Meine erste Wahl fiel dabei auf den Veggitaler See. Dieser Stausee liegt im hintersten Teil des Veggitals im Kanton Schwyz auf einer Höhe von 900 Metern über Meer. Die beste Einstiegsstelle ist am linken Seeufer direkt neben dem Schlierenbach. Dort gibt es neben einer guten Zufahrt genügend Parkplätze und eine sehr schöne Einwasserungsmöglichkeit im seichten Wasser. Begleitet hat mich auf dieser Tour Franziska, eine Paddlerin, die regelmäßig mit mir auf Seen unterwegs ist und sowohl Natur wie Wasser liebt. Der Veggitaler See ist auch ein beliebtes Gewässer für Fischer. Auch wenn man in diesem Video nicht viele davon sieht, sie sind vor allem am linken Seeufer allgegenwärtig, auch an einem gewöhnlichen Werktag, wie wir ihn nutzten. Die Angelfischerei ist im Veggitaler See von April bis Oktober erlaubt. Eine Paddeltour würde sich hier außerhalb dieser Zeit sicherlich lohnen. Es gibt aber auch einige Buchten und bewaldete Stellen ohne Fischer, die sehr reizvoll sind und es sich lohnt, die Ufernähe zu suchen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, um eine Rast am Ufer zu machen. Auch Feuerstellen sind problemlos zu finden. Besonders schön ist der Ausblick auf die umliegenden Berge und Hügel. Viele davon sind mit sattem Grün überzogen. Doch man findet durchaus auch schroffe und felsige Berge, die viele Wanderer und Kletterer anziehen. Gespiesen wird der See von den umliegenden Bergbächen, unter anderem dem Schlierenbach und am Südende vom Aberenbach. Unsere Route mit dem Kajak, alles dem Ufer entlang, betrug 12,7 Kilometer und wir benötigten dafür rund 3 Stunden reine Fahrzeit. Die Länge des Stausees beträgt etwa 5 Kilometer, bei einer Seebreite von knapp 1 Kilometer.
Der Hauptort im Waggital ist Ingertal. Auch wenn der Ort klein ist, gibt es hier Hotels und gute Restaurants. Im Norden des Waggitaler Sees fließt die Waggitaler Aa nach der Staumauer talwärts und mündet später bei Lachen in den Zürichsee. Nach der Staumauer fahren wir unter der schmalen Brücke der Seestraße hindurch, wo wir zum eindrucksvollen Schräbachfall kommen. Sogar hier in diesem schwer zugänglichen Teil des Sees treffen wir auf zwei Angler, die ihr Glück versuchen. Nach einem letzten Blick auf die imposante Bergwelt erreichen wir bald wieder unseren Ausgangspunkt. Eine herrliche Herbstfahrt geht zu Ende.